Und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute möchte ich euch gerne ein kleines Halbjahres-Update geben zu der dekorativen Kosmetik, die ich in den ersten 6 Monaten vom Jahr 2022 aufgebraucht habe. Es sind, wer fleißig meine Spar-Challenge-Videos geschaut hat, insgesamt 10 Produkte und die schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Als erstes beginne ich mal mit Setting Sprays und das erste ist hier ein Oldie but Goldie und zwar von Urban Decay, das All Nighter Setting Spray. Ich bin immer verwirrt, weil ich nie weiß, wie viel jetzt hier genau enthalten ist. 118 Milliliter sind es und das ist ein Setting Spray, was ich sehr gerne immer mal wieder nachkaufe. Ich kann euch gar nicht so zu 100%iger Gewissheit sagen, ob das wirklich dazu beiträgt, dass mein Make-up länger hält. Aber ich vertrage es auf jeden Fall gut und es ist zumindest nicht so, dass es mein Make-up aufbricht und den gegenteiligen Effekt verursacht. Deswegen, ja, ist das immer mal wieder hier in meiner Sammlung beheimatet. Und das zweite Setting Mist, beziehungsweise hier steht eigentlich Hydrate und Priming Mist, das ich aufgebraucht habe, ist von Essence aus dieser Elements-Reihe. Und zwar steht hier drauf, My Power is Water. Hier waren kleine Bergkristalle enthalten. Ich bin jetzt zwar nicht so sicher, dass die einen wirklich aussagekräftigen Effekt hatten auf das Setting Spray, was sich jetzt darin befunden hat. Aber es hatte einen unglaublich angenehmen Duft. Und wenn man wusste, wie man mit diesem Spray verfährt, ohne dass sich direkt nach der ersten Benutzung der Sprühkopf in die ewigen Jagdgründe verabschiedet, dann war das auch durchaus ein schönes, ich sag mal, Hydrating oder Finishing Spray. Also ich habe es oft auch einfach mal so zwischendurch am Tag über benutzt, um meinem Gesicht einfach ein bisschen Feuchtigkeit zurückzugeben. Ich habe es aber auch gerne nach dem Auftragen des Make-ups verwendet, um so alles so ein bisschen ineinander schmelzen zu lassen und diesen putrigen Effekt runterzunehmen. Und ja, das hat damit auch ganz gut funktioniert. Und das letzte Setting Spray ist ein kleines Pröbchen, ebenfalls von einem Oldie but Goldie. MAC Prep and Prime Fix Plus. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum nimmt denn hier jetzt die Desi so eine kleine Probe mit rein bei ihren dekorativ aufgebrauchten Produkten? Und das liegt einfach daran, dass ich sagen muss, ich muss da an der Stelle wieder auf meine Spar-Challenge verweisen. Für jedes dekorativ aufgebrauchte Produkt, was ich in diesem Jahr aufbrauche, spare ich ja den Wert des Produkts. Und dadurch, dass die Full-Size-Größe von MAC Prep and Prime Fix Plus gar nicht mal so günstig ist, ja, mag man sich das gar nicht vorstellen, aber ist diese kleine Probe hier auch schon ein paar Euro wert gewesen. Und weil ich sie deswegen ja in meiner Spar-Challenge eben als Produkt gewertet habe und den Betrag dann dementsprechend auch eingespart habe, war es mir einfach wichtig, hier dieses Pröbchen auch nochmal zu zeigen. Ich mag das Prep and Prime Fix Plus Spray von MAC unglaublich gerne. Für mich ist es ähnlich wie dieses Spray gerade von Essence, eher so ein Finishing-Spray. Also ich habe da jetzt auch nicht unbedingt den Effekt bemerkt, dass mein Make-up länger hält. Aber es sieht auf jeden Fall wirklich um einiges schöner aus, wenn ich es nach dem Auftragen des Make-ups verwende. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem wirklich guten Setting Spray. Ich habe da auch schon was im Auge für längere Zeit, habe mich aber bisher noch nicht durchgerungen, es dann auch letztlich zu kaufen. Aber das wird sicherlich im Laufe dieses Jahres noch der Fall sein. Und dann habe ich vielleicht hier mit diesem Spray und dem anderen, das dann irgendwann in meine Sammlung einzieht, eine ja, bombensichere und sehr, sehr schöne Kombination. Dann schauen wir uns mal weiter die Base-Produkte an. Und auch hier ist es wieder
ein Teilchen, das ich eigentlich immer in meiner Sammlung zu Hause haben muss. Wer mich schon länger schaut, für den wird dieses Produkt jetzt gleich auch keine Neuerung oder Überraschung sein. Und zwar rede ich von der Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation in der Farbe 100 Warm Ivory. Das ist eine sehr flüssige Foundation. Ich würde sagen, sie hat so eine leichte bis mittlere Deckkraft. Man kann sie so ein bisschen aufbauen. Ich persönlich trage sie aber eher ungerne alleine. Für mich ist sie aber ein absoluter Gamechanger, wenn es darum geht, sie mit anderen Foundations zu mischen. Ich benutze jetzt aktuell zum Beispiel hauptsächlich von Revival de Loop dieses Make-up. Und wenn ich das dann mit diesem hier mische, bekommt es zum einen eine etwas angenehmere Konsistenz, weil die Revival de Loop Foundation doch so, ja, etwas fester und cremiger ist. Das heißt, es lässt sich dann dementsprechend auch einfach besser einarbeiten, wenn es nicht so fest und pastös ist. Es liegt einfach ein bisschen leichter auch auf der Haut. Und ich habe das Gefühl dadurch, dass die hier einfach auch nochmal wirklich speziell für ölige und Mischhaut ausgelegt ist, unterstützt sie mich irgendwie auch dabei, jede andere Foundation, mit der ich sie mische, so ein bisschen meinem Hauttypen auch anzupassen, weil sie einfach sehr, sehr gut dafür sorgt, dass die Öle, ja, ich sag mal, erst relativ langsam durchkommen und Make-up eben auch nicht aufbricht. Und deswegen, ja, muss die einfach immer bei mir zu Hause sein und ich mische die eigentlich mit jeder anderen Foundation, die ich hier so habe. Dann ebenfalls ein Produkt, was ich schon sehr, sehr häufig nachgekauft und wieder aufgebraucht habe, von dem ich jetzt aber aktuell kein Backup mehr zu Hause habe, ist von ColourPop der No Filter Concealer. Ich benutze immer die Farbe Light 12. Seht ihr hier, habe ich auch relativ gut ausgekratzt bis zum letzten Rest und auch den Stopper rausgenommen. Light 12 ist so eine etwas peachige Farbe und deswegen funktioniert dieser Concealer für mich besonders gut eben unter den Augen, weil ich da so leicht bläuliche Augenschatten habe und mit diesem pfirsichfarbenen Unterton, ja, ist das fast wie so ein Corrector und gleicht das Ganze einfach unglaublich schön aus. Wenn man hier den Stopper rausnimmt und dann so die letzten Reste vom Concealer verbraucht, dann wird das schon relativ schnell so fest und pastös. Das gefällt mir dann nicht mehr so gut. Aber die reguläre Formulierung hier von dem Concealer mag ich unglaublich gerne. Sie ist so, ja, ich würde sagen, jetzt nicht super flüssig, aber auch nicht total fest und pastös. Sie ist so leicht cremig, würde ich sagen. Und aktuell, wie ich schon eben gesagt habe, nicht mehr in meinem Bestand vorhanden, ist aber auf jeden Fall ein Nachkaufkandidat für mich. Und das letzte Produkt, was ich so in die Kategorie Teint packen würde, ist hier drin gewesen. Es ist nicht von Too Faced das Primed and Poreless Powder, was hier ursprünglich drin war, sondern ich hatte hier die Reste von einem Bronzer reingepresst. Und zwar hatte ich von MAC aus der Luring Aquatic Limited Edition den Bronzer in der Farbe Aphrodite's Shell hier reingepresst, um dann eben auch noch die allerletzten Reste aufbrauchen zu können. Und das habe ich dann eben auch geschafft, im Laufe der ersten 6 Monate dieses Jahres mal wieder einen Bronzer zu lernen. Wuhu, ich kann euch gar nicht sagen, was für ein unglaublich tolles Gefühl das ist. Gerade so Produkte, an denen man wirklich mehrere Monate, manchmal auch Jahre gesessen hat, der Moment dann einfach, wo sie komplett aufgebraucht sind, ist einfach ja, so ein bisschen wie wenn man nach so einem langen Dauerlauf endlich in der Ziellinie ankommt. Ist einfach unglaublich belohnend und ja. Ich behalte oftmals hier so alte Compacts, von denen ich denke, dass man die nochmal zweckentfremden kann, auf, dass ich eben im Zweifelsfall, wenn ich nochmal irgendein anderes Produkt neu pressen möchte und da jetzt kein anderes Pfändchen mehr zur Hand habe, dann einfach auf solche alten Compacts zurückgreifen kann. Deswegen, ne, hier ein kleiner Tipp eben an euch an dieser Stelle: Schmeißt die Dinger nicht unbedingt
gleich weg. Oftmals war ich schon sehr, sehr froh, dass ich da auf eine alte Verpackung zurückgreifen konnte. Und die letzten vier Produkte würde ich jetzt mal in der Reihenfolge vorstellen, wie ich sie verbrauchen oder benutzen würde. Als erstes habe ich hier ein kleines Mascara-Pröbchen von Urban Decay von der Perversion Mascara. Bigger, Blacker, Better heißt die. Ja, ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was Mascara-Pröbchen angeht, weil ich nämlich schon oftmals gehört habe, dass die Formulierung in solchen Mini-Größen oftmals etwas anders ist als in der Full-Size-Größe. Ich habe hier wirklich sehr, sehr lange dran gesessen. Hier sind insgesamt, ich glaube, genau 3 Milliliter enthalten gewesen, von denen man ja eigentlich denkt, mein Gott, 3 Milliliter, da ist man ja relativ flott mit durch, aber ich habe hier echt, also die war ziemlich ergiebig, kann man sagen. Aber gegen Ende war sie auch wirklich unglaublich trocken und ja, hat dann fast gar keine Farbe mehr abgegeben. Was ich an der gut fand, war, dass sie die Wimpern schön getrennt hat und auch nicht gekrümmelt hat. Aber sie hat jetzt auch für mich kein absolutes Wow-Ergebnis geliefert, so dass ich mir die wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen werde. Dann habe ich hier noch ein Augenbrauenprodukt und zwar von Anastasia Beverly Hills. Hatte ich hier ebenfalls so ein Deluxe-Size-Pröbchen mit 2,5 Milliliter ihres durchsichtigen Augenbrauengels. Und auch 2,5 Milliliter, ne? Da denkt man so, boah, das ist doch super schnell aufgebraucht. Aber glaubt mir, auch wenn man das täglich benutzt, man braucht da gar nicht so viel. Auch das war echt unglaublich ergiebig. Also ich muss sagen, wenn man sich da die Full-Size-Größe von kauft, im Verhältnis eben dazu, wie lange einem dann das Produkt hält, würde ich sagen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis zumindest okay. Das Augenbrauengel, das ich jetzt aktuell aber verwende, ist von Essence. Ist natürlich deswegen um einiges günstiger und ich habe auch das Gefühl, dass sie die Augen oder dass es das Augen, die Augenbrauenhärchen viel, viel besser in Form hält. Gerade für diejenigen, die wirklich so ne, nach oben kämmen wollen und ansonsten Augenbrauen haben, die wirklich machen, was sie wollen. Dann glaube ich, gibt dieses hier nicht genug Haftung, nenne ich es jetzt mal. Dann habe ich einen Lipgloss aufgebraucht und darüber bin ich wirklich echt sehr, sehr stolz, weil ich fairerweise sagen muss, dass mir das Aufbrauchen gerade von Lippenprodukten unglaublich schwer fällt und naja, ich meine, ich denke, wir haben das alle mitbekommen, gerade jetzt die Tante Corinna-Zeit hat jetzt nicht unbedingt mit den Masken dazu beigetragen, dass wir unglaublich oft und viel Lippenprodukte getragen haben. Ja, ne, es ist jetzt hier auch kein Highlight. Ich habe einen durchsichtigen Gloss aufgebraucht von Jeffree Star. Der ist aus der Kooperation mit Shane Dawson und nennt sich Shane Glossen. Ich fand einfach das Packaging damals so cool, weil ansonsten ist das nämlich hier, ich glaube, so goldrosa, dieses Käppchen. Und hier ist es eben in so einem Gunmetal-Ton und das hat mir unglaublich gut gefallen. Der Gloss roch nach Rootbeer, glaube ich. War auf jeden Fall etwas gewöhnungsbedürftig. So ein bisschen, ja, so ein bisschen auf Deutsch übersetzt vielleicht so Malzbierartig. Ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich bin jetzt zwar auch kein Fan von diesen süßen Vanille-Gebäckgerüchen, aber da nehme ich lieber so einen Geruch in Kauf, als dass ja, mein Lipgloss irgendwie nach Bier riecht. Aber so schlimm kann es ja auch nicht gewesen sein, sonst hätte ich ihn nicht komplett aufgebraucht. Und ich habe dadurch auch einfach gemerkt, dass das schon eine gute Sache ist, wenn ich so ein Produkt zu Hause habe, was ich mir einfach mal zwischendrin so draufschmieren kann, was so leichten Glanz und Pflege einfach gibt, ohne dass es jetzt wirklich ein deklarierter Pflegestift ist. Ja? Ich glaube, als nächstes würde ich mal so ein Lippenöl ausprobieren. Das ist ja jetzt so der neue Trend, ja. Weil etwas Vergleichbares hier in der Art habe ich nämlich aktuell nicht mehr in meiner Sammlung. Und ja, dann, wenn man das so für sich festgestellt hat, ne, dass das durchaus eine Daseinsberechtigung bei einem hat,
dann ist das doch etwas, was man dann auch mal mit gutem Gewissen nachkaufen kann. Und zu guter Letzt habe ich hier auch noch einen Nagellack aufgebraucht. Einen Essie-Nagellack mit 5 Millilitern, also auch jetzt keine Full-Size-Größe. Aber gerade Nagellack, muss ich sagen, hält doch auch eine ganze Weile. Ich lackiere mir hauptsächlich eher die Fingernägel. Klar, im Sommer habe ich auch mal Lust, mir die Fußnägel zu lackieren, aber da muss ich euch ehrlich sagen, bin ich eher ein bisschen von der faulen Sorte. Das war hier eine unglaublich schöne Farbe. Das war so ein richtig tolles Pink-Rot. Also es hatte einen pinken Unterton. Es war schon ein Rot, so ein bisschen dunkler auch und gedeckter, aber mit einem richtig schönen, pinkigen, kirschigen Unterton. Und hieß Jump in my Jumpsuit. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das ein Nagellack aus einem kleinen Dreier-Set war, das so um die Weihnachtszeit irgendwann mal rausgekommen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob es den überhaupt noch so gibt oder ob das eine Limited Edition war. Falls ihr hier Nagellack-Junkies seid und euch da ein bisschen besser auskennt im Essie-Sortiment, dann sagt mir doch mal bitte, ob man an diese Farbe noch rankommt. Oder wenn ihr diese Farbe kennt, ob ihr dazu ein Dupe habt, beziehungsweise einen relativ ähnlichen Farbton kennt, denn der hat es mir wirklich sehr, sehr angetan und die Farbe fehlt mir tatsächlich jetzt so ein bisschen. Also ich habe gemerkt, dass ich so eine Art Rotton doch auch sehr, sehr gerne standardmäßig bei mir in der Sammlung hätte. Ja, und das waren sie jetzt auch schon, meine dekorativ-kosmetischen Produkte, die ich im ersten Halbjahr dieses Jahres aufgebraucht habe. Selbstverständlich bekommt ihr dann nochmal Ende des Jahres ein Update, wo ich euch dann diese Sachen hier nochmal zeigen werde und dann natürlich auch die weiteren Produkte, die dann bis Ende des Jahres oder bis Anfang nächstes Jahr, besser gesagt, dann noch dazukommen werden. Ich hatte mir eigentlich zum Ziel gesetzt, 40 dekorativ-kosmetische Produkte in diesem Jahr aufzubrauchen. Wenn ich mir jetzt so die Bilanz des ersten halben Jahres anschaue, dann muss ich sagen, wird es auf jeden Fall sehr herausfordernd, wenn ich das Ziel noch erreichen möchte. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und ja, hoffe, euch hat es gefallen und die kleinen Reviews waren wie immer hilfreich für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis ganz bald. Ciao.